Partie also angepfiffen und ich finde Gruppenspiel. So, jetzt steigt also gleich das erste Gruppenspiel der italienischen Nationalauswahl bei der WM 2014 hier in Brasilien. Wie schätzt du die Bedeutung dieser Auftaktbegegnung ein, Busch? Ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Einschätzungen. Ich glaube nach wie vor, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn du vergeigst, hast du gleich Druck. Wenn du in den Fluss reinkommst, bekommst du Selbstvertrauen. Marquisio. Den haben andere schon fallen lassen und er hält ihn fest, den Ball. Frank Lampard hat den Ball. Kann er sich den Ball holen? Und der Steilpass, er kommt nicht an. Crescito. Frank Lampard hat den Ball. Und der muss drin sein! Der Ball ist frei. Marquisio. Er sucht Mario Balotelli hier. Andros Townsend. Sturridge. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Andrea Pirlo. Balotelli. Schöne Aktion. Montolivo ist bereit. Leighton Baines, gutes, schnelles Passspiel. Danny Welbeck, er flügt und ackert, er hämmert und hackt auf dem ganzen Platz. Er ist einfach zu früh losgelaufen, und zwar ins Abseits. Gerard. Glenn Johnson. Der Abwehrspieler ist genau zur Stelle bei dieser Flanke. Montolivo. Frank Lampard am Ball. Leighton Baines, schwache Flanke, zu leicht auszurechnen. Sturridge. Sturridge. Wayne Rooney. Es sei die Frage erlaubt, wo ist der Verteidiger? Das ist ja gar nichts. Ecke für England. Danny Welbeck. Leighton Baines. Die verstehen sich blind. Das könnte gefährlich werden, denn der schießt immer sofort und platziert. Mein lieber Mann, das war aber knapp. Wayne Rooney. Glenn Johnson. Wayne Rooney. Achtung, genau hingeschaut. Danny Welbeck. Frank Lampard am Ball. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn?
Die Tore sind noch im Sack und der wird in der zweiten Halbzeit ausgeschüttet. 0:0, das ist der Pausenstand. Da könnte man als Kommentator sprachlos werden, aber irgendwas sagen müssen wir ja. Es war einfach schlecht. Ich halte mich an dieser Stelle lieber mal ein bisschen zurück. Das könnte übel werden. Der Schiedsrichter sagt, es ist alles in Ordnung. Und dann geht's in den zweiten Durchgang. Ignacio Abate. Vasali. Danny Welbeck. Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen abseits. Leighton Baines. Sturridge. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Danny Welbeck. Wayne Rooney. Ja, und den hält er auch noch fest. Danny Welbeck. Sturridge. Crescito. Andrea Pirlo. Der Schiedsrichter pfeift. Freistoß für Italia. Ja, der Trainer bringt noch mal einen frischen Spieler. Balotelli. Balleroberung. Was machen Sie jetzt draus? Glenn Johnson. Andros Townsend. Sturridge. Sauber gespielt und er war sofort zur Stelle und konnte die Gefahr dadurch abwenden. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Frank Lampard am Ball. Sturridge. Andros Townsend. Andrea Pirlo. Gerard. Sturridge. Wayne Rooney. Danny Welbeck. Er hat nicht nur abgewehrt, sondern gleich auch noch den Ball souverän festgehalten. Andros Townsend. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Wayne Rooney. Andros Townsend. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Marquisio. Candreva. Mario Balotelli. Marquisio. Absolut unerreichbar für den Keeper in die Ecke. Wayne Rooney. Andros Townsend. Das haben wir durchaus schon souveräner gesehen, aber der Ball ist weg. Der könnte passen. Gehalten, aber noch heiß. Ja, wie viele Chancen brauchen Sie denn noch? Aber Sie wollen den Ausgleich. Hoppala, das war aber mal ganz, ganz knapp. Und das Tor wäre so wichtig gewesen.
Der Trainer musste was tun und er tut was. Er bringt zwei neue Spieler. Andrea Pirlo. Marchisio. De Rossi. Ignacio Abate. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Das eröffnet manchmal traumhafte Möglichkeiten, aber so ein Steilpass, der muss auch ankommen. Viel haben darauf gewartet. Viele werden ihn verfluchen. Den Pfiff des Schiedsrichters, der dieses Spiel beendet.